Flugblatt. Ja, also das wundert mich nicht, dass da auch solche Beispiele dann genannt werden, wie die Hitler-Tagebücher oder eben halt auch andere große wie Relotius. Das ist ja nun wirklich ein Name, der ja unmittelbar mit dem Spiegel in Zusammenhang steht, wo tatsächlich gelogen wurde, dass sich die Balken gebogen haben, Geschichten erfunden wurden und man wundert sich darüber, dass da offensichtlich keine Kontrollorgane sind, die vielleicht auch mal geprüft haben, mit welchen Methoden dort gearbeitet wird. Diese Gaias-Geschichte, die wir gerade haben dort bei RTL, der ja offenbar mit ähnlichen Methoden arbeiten. Aber das passt ja auch ins Gesamtspiel, wenn wir sehen, dass in Österreich die Presse sich ja jetzt sogar per einem Ehrenkodex von der freien Berichterstattung quasi distanziert hat und ganz klare Strukturen der politischen Vorgaben verfolgt und sogar sich auf die Fahne geschrieben hat, den Menschen Angst vor einer Klimakatastrophe zu machen. Das hat man denen wirklich gesagt. Wie man eine solche Zeitung überhaupt noch abonnieren kann, ist mir absolut schleierhaft. Die sagen, wir sind ein Werbeblatt. Werbeblätter gibt es eigentlich immer umsonst. Und da kann man nichts für bezahlen, also beim besten Willen. Und was die Süddeutsche hier gemacht hat, gehört auch und aus meiner Sicht in diese Kategorie. Hier wird also quasi einfach nur ein Bashing betrieben, schlimmster Sorte. Und damit hat sich natürlich die Süddeutsche Zeitung abdegradiert zu einem wirklich mittleren Tageblatt, ja, eigentlich übelster Couleur. Ich merke, dir fehlen fast die Worte, weil du schon wieder hochbürstest. Ja, aber ich finde eigentlich, ich bin da ganz gelassen, denn die Dinge erledigen sich jetzt von selber. Es fliegt alles so schnell auf. Und so, also wir wissen jetzt inzwischen, jedenfalls ist es das, was Herr Aiwanger sagt, dass sein Bruder, der Verfasser dieses Schriftstücks damals, als sie junge Leute waren, gewesen sein soll. Der hat es wohl auch bestätigt. Und deswegen ist es natürlich jetzt schwierig, Herrn Aiwanger da weiter an den Pranger zu stellen. News schreibt, irgendwas bleibt ja dann immer hängen. Jetzt diskutieren Medien und Politiker über die möglichen Konsequenzen eines Skandals, der keiner ist, weil der Kern der Berichterstattung sich als falsch herausgestellt hat. Und in normalen Fällen würde man sagen, es handelt sich um Falschberichterstattung. Das ist aber hier zu wenig, denn was die Süddeutsche gemacht hat, ist nichts anderes als der Versuch von Wahlmanipulation. Und das scheint ja auch zu gelingen, denn Herr Söder als Ministerpräsident Bayerns, der hat jetzt Hubert Aiwanger zu einer Sondersitzung des Koalitionsausschusses einbestellt mit der Begründung, die Vorwürfe seien zu ernst, als dass sich ein stellvertretender Ministerpräsident nur schriftlich äußert und entscheidende Fragen unbeantwortet lässt. Naja, mir geht doch hier wieder diese Doppelmoral komplett auf den Geist, wenn ich sehe, dass hier auch journalistisch so schlecht und erbärmlich gearbeitet wird, indem man die Zeitqualität der damaligen Zeit nicht einmal berücksichtigt. Es ist eine Zeit, da war der Hubert Aiwanger 17 Jahre alt und ich denke mal, sein Bruder wird in einem ähnlichen Alter gewesen sein. Mit 17 Jahren macht man unbedacht manchmal ganz schlimme, furchtbare Fehler, für die man sich auch schämt. Ich glaube, niemand kann sich davon freisprechen, ich auch nicht. Aber die Sache ist dann, wenn man dann erwachsen wird und sich dann über diesen Irrsinn, den man da gemacht hat, als Junge, als Kind, naiv und sonst was. Ich denke mal, wie viele Leute werden sich noch mal zu Tode schämen darüber, dass sie sich auf der Straße festgeklebt haben oder jetzt einen solchen Unsinn machen, dass Menschen ums Leben kommen, indem man den Straßenverkehr behindert hatte. Das heißt, man auch Tote auf dem Gewissen hat und das im Rahmen einer Agenda, der ich geglaubt hatte und ich hätte dahinter kommen können, dass diese Dinge einfach so alle nicht stimmen. All diese Dinge eines 17-Jährigen mit einem gestandenen Mann, der, was weiß ich, um die 50, 60 Jahre alt ist, ich weiß gar nicht, wie alt der Aiwanger ist, aber das ist natürlich wirklich schon alleine der Hohn und dann auch noch falsch Meldungen, also Fake News von der Süddeutschen Zeitung, indem man eine Agenda verfolgt, nämlich einen Widersacher aus der Politik herauszudrängen, das ist wirklich an Erbärmlichkeit kaum zu überbieten. Die Süddeutsche hatte einen Titel gebracht, da stand drauf, Aiwanger soll als Schüler antisemitisches Flugblatt verfasst haben. Ich meine, ich kann mich noch erinnern, als mich da einige Zeitungen auf dem Titel abgebildet hatten mit einem Konterfei von Adolf Hitler, wo dann stand, Eva Herrmann lobt Hitlers Familienpolitik, wo genau das Gegenteil der Fall war. Und man, und so wird es ihm wahrscheinlich auch ähnlich gehen, man
fühlt sich in dem Moment derartig hilflos, dass in die Öffentlichkeit eine solche Behauptung gegeben wird mit Nachdruck, sodass, das weiß man ja dann auch, viele Leute diesem falschen Zug aufspringen werden und dem erstmal folgen werden. Das heißt, wie News es hier auch schreibt, Andreas, etwas bleibt immer hängen. Naja, und wir haben natürlich heute eine Sensibilisierung, die mittlerweile krankhafte Züge bekommen hat. Und wenn heute schon beispielsweise Begrifflichkeiten, die in unserer Jugend ganz normal waren, dass man sich ein Zigeunerschnitzel bestellt hatte zum Beispiel, das darf man heute nicht mehr, würde ich heute auch nicht mehr tun, weil man wird ja selber schon irgendwann ganz kirre von den Vorgaben oder sich einen Negerkuss gekauft hat, den man in ein Brötchen reingebracht hatte. Und das war dann ein sogenanntes Matschbrötchen. Das war unter uns Kindern ein ganz normaler Vorgang, auch unter den Erwachsenen. Eine andere Zeitqualität, wie übrigens der Antisemitismus in den 1920er Jahren. Henry Ford beispielsweise war ein bekennender Antisemit und so weiter. Das ist schlimm, das ist tragisch, aber mit der heutigen Zeitqualität die damalige Zeit dann zu beurteilen, Kinders, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Ich möchte nicht wissen, wie man in 50 Jahren über die heutige Generation, die eine Regierung ist und diese Vorgaben macht, wie die mal bezeichnet werden. Also, ihr Lieben, man kann jetzt hier an dieser ganzen Berichterstattung der Süddeutschen, könnte man noch eine Menge sagen, wie das inhaltlich war. Die ganze Affäre erinnert, das schreibt News und das könnte man so nachvollziehen, an den letzten US-Wahlkampf, als die offiziellen US-Medien, die Hofberichterstatter, sich geschlossen geweigert hatten, über den Skandal um Hunter Bidens Laptop zu berichten und die Enthüllungen stattdessen als russische Desinformation abtaten. Enthüllungen über korrupte Geschäftsbeziehungen in der Biden-Familie, von denen man heute weiß, dass jedes Wort stimmte. Enthüllungen, die übrigens den Wahlausgang mutmaßlich massiv beeinflusst hätten. Andreas, wir haben ja damals über diese Hunter Biden-Geschichte hier berichtet, als wenigstens die New York Post, nicht die Times, sondern die Post, die ja doch etwas alternativer ist, eben auch so langsam rausgerückt ist. Diese ganzen Fakten sind damals durchs Netz geschickt worden. Man hat wirklich sehr anstößige Informationen und Fotos finden können, wenn man gesucht hat. Und wir hatten dann mal gesucht, sodass man peinlich das Ding wieder geschlossen hat und gesagt hat, das kann man ja überhaupt nicht berichten. Damals, wie gesagt, auch in den deutschen Medien konnte man darüber wenig finden. Dagegen, was Herrn Aiwanger angeht, hat die Berichterstattung in den Mainstreamern gut funktioniert. Naja, wir nennen es harmlos die tendenziöse Berichterstattung. Real ist es für mich so, es wird ja in den selteneren Fällen gelogen, so wie hier es die Süddeutsche Zeitung mit Herrn Aiwanger gemacht haben. Die Süddeutsche hat ja eine Lüge verbreitet, ganz klare Aussage. Es wird ja auch schon alleine mit selektiver Titelauswahl, die in den Zeitungen oder in den großen Medien, auch im Fernsehen, öffentlich-rechtlichen erscheinen, ein anderes Bild erzeugt als das, was dort wirklich vorhanden ist. Durch Gewichtung zum Beispiel bestimmter Themen, die unwichtig sind und ein Auslassen von Themen, die viel, viel wichtiger sind oder die höchstens irgendwo auf Seite 8 so ein ganz kleines Nebenbemerkchen letztendlich finden. Ich denke an die Situation Nord Stream 1 und 2. Einer der größten Terrorakte, der vergleichbar ist mit 9-11. Zumindest von der politischen Wirkung her. Da sind zwar jetzt in dem Moment, wo die Hochhäuser zusammengestürzt sind oder im Pentagon oder Pennsylvania, wo die eine Maschine runtergegangen ist, nicht sofort so viele Menschen ums Leben gekommen, aber im Nachhinein hat es eine gigantische Folge, die vielleicht wesentlich mehr Schäden und Opfer verursachen können. Und jetzt stelle ich dagegen den Absturz mit dem Flugzeug, wo der Prigozhin gesessen hat. Und plötzlich war die Zeitung vom ersten Tag an voll mit allen Detailinformationen, weil das passte ins Bild. Und das ist das Schlimme, man hat in Seiten der Mainstream-Medien, offenbar auch der Süddeutschen, kein Interesse an der Wahrheit. Einfach kein Interesse. Und das ist für einen Journalisten einfach eine glatte 6.